Wie kann man in Amerika eine Immobilie finanzieren? Welche Kredit- und Finanzierungsmöglichkeiten gibt es da eigentlich? Genau darum geht es in diesem Video. Let's get into it. Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Ich bin als Immobilieninvestor in den USA, genauer in Philadelphia an der Ostküste der USA, tätig. Auf meinem Kanal hier erfährst du alles aus erster Hand zum Thema Immobilien und Investieren in den USA. Bei den Schlagworten Immobilien und USA erinnern sich natürlich viele noch an die Immobilienblase und die Krise von 2008, die in den USA ihren Anfang nahm. Aber was genau waren die ausschlaggebenden Ursachen? Ausschlaggebend waren unter anderem geplatzte Kredite, Verbraucherkredite, die an Leute vergeben wurden, die gar keine Kredite hätten haben sollen und die somit auch nicht bedienen konnten. Das waren die sogenannten Ninja-Loans. Also Ninja steht für No Income, No Jobs oder Assets. Also keine Sicherheiten, sogenanntes Collateral oder irgendwas war da, kein Einkommen und die Leute haben Kredite bekommen, um sich Häuser zu kaufen. Bekannt ist das immer noch in Europa unter den 100 oder 110% Finanzierungen. Die gibt es in den USA seit der Krise nicht mehr. Das ist eine der Lernkurven, die die Banken in den USA durchlaufen haben. Keine 100% Finanzierungen mehr. Wenn man einen privaten Immobilienkredit in den USA aufnimmt, muss man im Regelfall 20% Eigenkapital, also das sogenannte Down Payment, mitbringen. Es gibt auch Möglichkeiten, weniger als diese 20% mitzubringen, aber dann muss man sich teuer gegen den eigenen Kreditausfall versichern. Also alles unter 20% bedarf einer teuren Kreditausfallversicherung, damit die Bank abgesichert ist, falls man seine Raten nicht mehr bedienen kann. Und das kann man sich sparen, wenn man diese 20%-Grenze erreicht und 20% Eigenkapital mitbringt. Hat man diese 20% nicht, kann man natürlich auch mit weniger loslegen, wenn die Bank einen den Kredit gibt. Diese teure Versicherung muss man dann natürlich nicht die ganze Finanzierungslaufzeit, also 5, 10 oder 30 Jahre halten, sondern man muss sie nur so lange halten, bis man das Haus refinanziert. Beispiel, du kaufst ein Haus für 100.000, musst 10% Eigenkapital mitbringen, weil du nicht mehr hast und musst dich teuer versichern. Jetzt ist das Haus nach einem Jahr 120.000 wert. Deine 10.000 beziehungsweise das Equity, was du jetzt schon im Haus hast, hat natürlich für dich gearbeitet. Das heißt, du könntest nach der Refinanzierung, nach einem Jahr Wertsteigerung, 5%, was auch immer, oder nach 2 Jahren, kannst du deine Versicherung ablösen, die brauchst du dann nicht mehr, nur indem du refinanzierst. Das heißt, du hast höheres Eigenkapital in deinem Haus, allein schon, weil der Wert gestiegen ist. Und so kommt man aus der Kreditausfallversicherung wieder raus und muss natürlich nicht diesen ganzen Betrag über 30 Jahre jeden Monat mitbezahlen. Eine Möglichkeit, mit weniger Eigenkapital zu starten, aber riskanter, weil wenn die Wertentwicklung nicht so ist, dann kann es auch nach hinten losgehen. Diese Kredite nennt man Traditional Loans. Also im Private Lending Bereich, Traditional Loans haben eine Laufzeit von 5 Jahren beispielsweise, mit einem flexiblen Zins oder 10 Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre, da ist eigentlich alles drin. Und das wäre so die Laufzeit, die normale Laufzeit für private Immobilienkredite. Bei dem Thema Zins kommt hier in den USA ganz schnell der Credit Score ins Spiel. Der Credit Score ist immens wichtig. Der entscheidet alles. Der entscheidet deine Zinsrate, der entscheidet, ob die Bank überhaupt mit dir Geschäfte macht. Hast du einen schlechten Score oder hast du gar keinen Score, was eigentlich dasselbe ist, dann bekommst du entweder einen schlechten Zins oder auch gar keinen Kredit. Das kann natürlich passieren. Und im Gegenteil, hast du einen guten Score, kriegst du genau diese Raten, mit denen die Banken auf ihren Webseiten werben. Also alles im 750 oder über 800er Bereich. Das ist gut und da kriegst du die besten Raten. Kein Score, schlechte Zinsen. Guter Score, gute Zinsen. Vergleichbar mit der Schufa, aber ein bisschen transparenter, wie ich finde. Also man kann direkt nachschauen, was der Credit Score macht, wie der Credit Score berechnet wird. Das ist ein komplett anderes Video, eigentlich eine ganze Videoserie, aber da gibt es immens viele Videos auf YouTube zu dem Thema, wo sich Leute intensiv damit beschäftigt haben, welcher Credit Score Rater wie berechnet und wie verlässlich das Ganze ist. Da einfach mal googeln, da gibt es genügend Möglichkeiten. Das sprengt den Rahmen dieses Videos. Du siehst, Eigenkapital ist auch hier in den USA immens wichtig. Es gibt auch staatliche geförderte Möglichkeiten, ein geringeres Eigenkapital mitzubringen, also sogenanntes FHA-Loan, also da braucht man nur 3,5% EK mitbringen. FHA steht für Federal Housing Administration und das sind so vom Staat besicherte Kredite, die gelten nur für gewisse Zielgruppen in gewissen Regionen, beziehungsweise da gibt es dann besondere Vorschriften, wie das Haus analysiert werden muss, also zum Gutachten und so weiter. Das ist speziell, das ist nicht der Regelfall, aber es gibt eben die Möglichkeit. Des Weiteren gibt es das sogenannte USDA-Loan und das gilt aber nur in so Vorstadtgebieten, die entwickelt werden sollen. Also das ist staatliche Förderprogramme für Regionen, so kann man es sehen. Also FHA 3,5%, USDA teilweise auch 0%, aber das sind dann eben durch den Staat besicherte Kredite mit ganz strengen Vorschriften, die für die wenigsten Leute gelten. Als Investor oder als privater Immobilienkäufer kannst du dir merken, 20%. Das ist die Schallmauer, wenn du die nicht durchschreitest, dann wird es teuer.
Kreditversicherung, Ausfallversicherung oder eben im schlechten Fall gar kein Kredit. Das war der private Bereich. Im Unternehmensbereich läuft es ähnlich. Das sind dann die sogenannten Commercial Loans. Ein Commercial Loan kannst du aufnehmen mit einer Firma, also einer LLC beispielsweise oder einer Corporation, mit der du hier investieren möchtest. Dann gehst du zur Bank und bist im Commercial-Bereich. Auch bei Unternehmen greift diese hohe Eigenkapitalregel. Das heißt, hier musst du schon eher 25% rechnen und 25% Eigenkapital mitbringen. Hast du jetzt ein junges Unternehmen, weil du es gerade gegründet hast, beispielsweise, um jetzt starten zu können und hier zu investieren, dann muss deine LLC oder deine Corporation privat besichert werden. Das heißt, du musst für diesen Unternehmenskredit dann bürgen. Persönlich. Haften. Voll haften. Ja, das Unternehmen ist natürlich limitierte Haftung, aber durch den Kredit greift das nach hinten durch. Die Bank möchte dann schon wissen, an wen sie sich wendet, wenn sie da irgendwelche Fragen hat, und deswegen haftest du in dem Fall privat voll. Für den Kredit, nicht für das, was das Unternehmen macht, nur für den Kredit. Und auch hier siehst du, der Credit Score, der private Credit Score, kann auch hier dem Unternehmen schaden, weil wenn dein Unternehmen jung ist und keinen Scoring hat, keine eigene Unternehmenskreditkarte und ähnliches, dann kommst du mit deinem privaten Score. Und wenn der schlecht ist, dann wird das für dein Unternehmen auch schlecht. Also je besser der Score, desto besser dann auch die Raten für dein Unternehmen. Bei den Kreditlaufzeiten sind die Commercial Loans ein bisschen schlechter dargestellt als jetzt ein privater Kredit. Da kommst du selten auf 30 Jahre. Es gibt Finanzierer, nicht Banken, sondern Finanzierer, die auch 30 Jahre finanzieren. Aber bei den Banken ist der Regelfall 10 Jahre. Beim Zinssatz liegst du bei Commercial Loans aktuell zwischen 4% und 6%, je nach Bank, je nach Credit Score. Da musst du halt ein bisschen schauen und ein bisschen shoppen gehen und vergleichen, aber 4% bis 6% kannst du dir als Faustregel aktuell merken. Lukas, als Investor, wann brauche ich denn jetzt eigentlich welchen Kredit? Privatkredit oder Firmenkredit? Was macht denn da Sinn? Das kommt ganz klar darauf an, wie du dich aufstellen möchtest. Hast du gar keinen Credit Score oder einen schlechten, dann kommt ein Kredit für dich überhaupt nicht in Frage. Dann musst du Cash arbeiten. Cash heißt, du kaufst das Haus Cash, du renovierst es Cash, du vermietest es gut. Und nach einer Haltefrist von ca. einem Jahr kannst du hingehen zur Bank und sagen, du refinanzierst und machst einen sogenannten Burr Deal. Was ein Burr Deal ist, das verlinke ich dir jetzt hier oben im Video. Aber du findest auch den Link dazu in der Beschreibung des Videos. Unser Beispielhaus hier wäre Purple Rain, wo wir den kompletten Burr-Prozess einfach mal am lebenden Objekt sozusagen dokumentiert haben. Schau es dir einfach mal an. Wenn du einen guten Score hast, dann stellt sich die Frage, wie du dein Investment strukturierst. Also zum Beispiel, wenn du als Firma auftrittst, sind andere Fragen relevant, wie zum Beispiel Haftungsfragen, steuerliche Fragen und natürlich, wie du dein Unternehmen strukturiert hast und was du vorhast. Der Vorteil bei einem Commercial Loan ist, das taucht nicht auf deinem Credit Score auf. Das heißt, das wird nicht zur Berechnung hinzugezogen. Der Credit Score dient natürlich zum Besichern des Commercial Loans, aber er wird nicht irgendwie beeinflusst durch dieses Loan. Das heißt, die Schulden, die dein Unternehmen macht, tauchen nicht bei dir persönlich auf und haben keine Auswirkung auf deinen Score. Der Nachteil ist natürlich, die Zinsen bei einem Commercial Loan sind höher als bei einem privaten Loan. Also die privaten Loans sind aktuell so bei 2-3%. Mit einem guten Score. Und für Unternehmen bist du schon bei 4-6% irgendwo dazwischen. Lukas, wenn ich privat einen Zinssatz von 2-3% bezahlen muss und eine längere Laufzeit habe und als Unternehmen 4-6% bezahlen muss und auch nur vielleicht maximal 10 Jahre kriege, warum kauft man dann nicht alle Objekte einfach privat und lässt den ganzen Quatsch mit einer Firma? Das ist ein guter Punkt. Alles über 4 Einheiten, also beispielsweise 4 Apartments in einem Haus, das finanziert dir keine Bank mehr mit einem privaten Loan. Da musst du in den Commercial Loan Bereich gehen. Des Weiteren, wenn du über 10 Einzelobjekte kommst, dann kommt die Bank auch und sagt, du machst es gewerblich, über 10 Objekte, das ist ein gewerblicher Bereich, Commercial Loan. Also die Grenzen hier sind 4 Einzeleinheiten in einem Objekt oder 10 einzelne Objekte komplett. Wenn du da drunter bleibst, ganz klar, kannst du alles privat mit privaten Loans besichern und den besseren Zinssatz nutzen. Aber privates Loan geht auf deinen Credit Score. Das heißt, diese Schulden tauchen bei dir privat auf und nicht im Unternehmen. Muss man wissen. Eine Firmenstruktur bietet sich für Investoren an, die verschiedene Sachen optimieren wollen. Seien es steuerliche Fragen, Haftungsfragen oder auch, wie gesagt, mehr als 10 Einheiten, mehr als einen Vierplex beispielsweise. Wenn man das alles berücksichtigt, lohnt sich in dem Fall eigentlich eine Firma. Wenn du allerdings unter der Schallmauer von 10 Einzelobjekten und 4 Einheiten pro Objekt bleibst, dann kannst du natürlich ganz klar als privater Investor auftreten, starten und dir später Gedanken machen, wie du das Ganze in eine Firma überführst, falls du diese Schallmauern durchbrichst. Hast du schon von Anfang an vor, die Schallmauern zu brechen, dann macht es natürlich Sinn, sich über so eine Struktur Gedanken zu machen und damit gleich von Beginn an zu starten. Gleich vorab, das ist keine Rechtsberatung und das ist auch keine steuerliche Optimierungsberatung. Es kommt ganz auf den Einzelfall drauf an, was du mit deinen Objekten hier in den USA vorhast.
Willst du nur selber drin wohnen und privat was kaufen? Kauf's privat. Hast du vor, das Ganze zu vermieten und mehr zu wachsen als über eine Einheit hinaus oder 10 Einheiten beispielsweise? Kauf es am besten gleich als Unternehmen. Der Unterschied zwischen einem Private Loan und einem Commercial Loan wurde, glaube ich, klar. Wie du dich da aufstellen möchtest, wie du hier investierst, hängt natürlich ganz davon ab, was du vorhast. Also, das ist keine Steuerberatung, das ist keine Rechtsberatung. Für den Fall haben wir Spezialisten, mit denen wir zusammenarbeiten. Am besten fragst du einen der Spezialisten, der sich in diesen Bereichen für dich auskennt, um zu erörtern, was die richtige Anlagestrategie für dich ist. Du konntest aus dem Video was mitnehmen und hast was über private Loans und Commercial Loans in den USA gelernt, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da. Dieses Video ist der Teil 1 der zweiteiligen Serie zum Thema kreative Finanzierungsmöglichkeiten in den USA. Wenn du Teil 2 nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, abonniere den Kanal, dann wirst du sofort informiert, wenn dieses neue Video live geht. Wir sehen uns in Teil 2. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin.